Bro. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Server Games. Ich bin Momenty Games. Tut mir leid, wir haben schon letzte Runde gespielt, aber wenn ich es überlege, komm, welche Map ist jetzt gut geeignet für eine Aufnahme, wo es schön schnell kompakt ist? Und ich kenne mich halt nicht so aus, aber Momenty Games ist so das Einzige, was mir einfällt. Deswegen, ich bitte euch wirklich darum, wenn ihr, keine Ahnung, ihr kennt meinen Spielstil, ich brauche eine etwas kleinere und eine Map, wo halt viel freie Fläche so ist, die ich spielen kann auf Gomme. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil dann kann ich dir immer force mappen. Ich überlege halt immer, worauf ich force mappen kann, sehe diese ganzen Map-Namen, aber weiß halt gar nicht, welche gut ist. Und das ist voll behindert eigentlich. Und bevor wir jetzt hier in 10 Momenty Games Runden hintereinander landen, sollten wir unser Wissen teilen. Und ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen neben der Spur verplant. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist Donnerstag, 22.13 Uhr. Und ich bin gerade aufgestanden. Ne? Ganz normal. Kleines Mittagsschläfchen. Und dann ist man einfach danach so verplant. Okay, ich habe wenigstens diese scheiß Axt jetzt gekriegt. Hätte ich die jetzt nicht gekriegt. Wäre vorbei. Nein, Spaß. Aber ich mag eigentlich Extens SG nicht so. Weil wenn dann diese Bow-Leute kommen und die dann echt 20 Mal hintereinander reindrücken, ist das Blocken schon echt wichtig. Und, ja. Mann, was sind das für Kisten? Einfach so Raw Chicken drin. Komm, in der Kiste ist jetzt Hose und Dings. Ja, wenigstens was. Jetzt gedacht, dass er jetzt nochmal zurückkommt. Naja, auch egal. Ein paar Secondaries. Ui, danke. Ein paar Secondaries wären nice. Aber, naja, erstmal geht's ums blanke Überleben. Gott, ich sehe auch aus wie so ein goldener Ritter. Ja, ich habe halt auch morgen noch Schule, ne? Ich habe eigentlich gar keine Zeit, jetzt noch groß rumzuschwitzen. Sprich, jetzt irgendwie das krasseste Gameplay ja spielen, aber weiß nicht. Ui, da, guck mal, da ist der Schmocki, der Critter. Okay, ist schon gemein. Ui. Ja, komm, jetzt gab mir eine gerechte Strafe. Habe ich irgendwelche Secondaries jetzt durch diesen Typen bekommen? Immer ganz. Nö, natürlich nicht. Jo, nur Futter. Der Fettsack. Ja, was ich auch noch sagen möchte, ist was zum letzten Video, und zwar das Ende der Roto-Tic-Zack-Fragezeichen. Ich wollte nur klarstellen, dass ihr nicht dafür gestimmt habt, ob die Serie nun weitergehen soll oder nicht. Sprich, wenn ihr dafür gewotet habt, dass ich mich widersetzen soll, heißt es nicht, ja, ich wäre dann gestorben, weil er mich abgeknallt hätte. Ich wollte halt nur, dass ihr diese Storyline aus den Pre-Intros einfach mit beeinflussen könnt, um mal ein bisschen Pep in die Serie wieder reinzukriegen, weil ich musste sie halt schon ein bisschen wiederbeleben, weil schon ziemlich lange kein Part davon kam. Und nur darum ging es. Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht vor, in naher also ich will jetzt gar nicht genau so sagen, was ich jetzt vorhabe mit der Serie, aber ich hatte jetzt nicht vor, die nächste Challenge als die letzte Challenge darzustellen. Nur damit ihr das dann versteht, sollte jetzt nicht das Serienende dann darstellen. Ja, nur mal um das klarzustellen. Gut, ja, also so viel krasse Action, so wie ich es mir erhofft habe, haben wir gar nicht. Zu denen, dass wir nicht, keine Ahnung, guckt euch das an, mein Inventory einfach nichts an Secondaries habe. Sodass die Kämpfe eh nur richtig langweilig wären. Wow. Nächstes Mal ein Eisenschwert. Weiß nicht, ob ich die Runde jetzt einfach so nehmen soll. Komm, gib mir mal deinen Stuff. Ja, komm. Das brauche ich. Das. Dein Bogen, natürlich. Er hatte alles. Er hatte alles.
Bin ich? Wer bin ich? Okay. Der Zahnriefe. Ich hoffe nicht, dass ich den Kompass im Deathmatch jetzt brauche. Aber man weiß nie. Oh, nicht diese kleine Pissmap, Mann. Okay, er ist gerade das Opfer ein bisschen in der Mitte. Okay, so kann ein Kampf auch enden. Ja, weiß ich. Kompetente Aufnahme, nicht so wirklich. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Lasst mich wissen, was für Maps ihr ganz gerne sehen wollt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen verlockt, mal Survival Games auf anderen Servern zu spielen. Zum Beispiel so MCSG finde ich auch ganz nice. Singes, es stört mich halt mega ab, dass es nur 1.8 ist. Und 1.8 ist so eine Version, die ich eigentlich überspringen möchte, weil sie echt... Nee, komme ich überhaupt nicht mit klar. Aber geht auch vielen anderen so. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So, 6,5 Minuten ist ein bisschen dünn für den Survival Games Part. Deswegen gibt es noch ein bisschen Quick Survival Games am Ende. Weil ich will euch jetzt nicht so ein kurzes Video anbieten. Ja. No glory for the weak, that goes without a question. Did all this on our own, looking still they can't accept me. Okay. Ja, das Ding ist, ich freue mich schon aufs Wochenende. Ich habe auch richtig Bock, dann ordentliche, also so längere Videos zu machen. Also ich, das sind halt jetzt so, sowas wie hier jetzt gerade. Das sind so Videos, die halt unter Zeitdruck auch entstehen. Und das mag ich einfach nicht, wenn man seine Videos so unter Druck machen muss. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, ja, ich bin jetzt gezwungen dazu, ich will ja, aber ich meine halt, ist alles cool, aber ich will einfach in Ruhe irgendwie noch alles umsetzen können, so was ich will. Ach, keine Ahnung, ihr merkt, ich bin richtig verplant, ich bin müde. Ich sollte ins Bett gehen. Ja gut, also noch 2 Gegner. Ich muss sagen, Freunde, nochmal an die Leute von den 2 Streams am Wochenende. Also ich habe ja Heavy Rain komplett durchgestreamt in 2 Streams, komplett durchgespielt. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Es war echt richtig schön, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und das sage ich nicht einfach nur so, weil ich würde euch jetzt nicht anlügen. Aber es hat wirklich mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich mega gefreut, dass auch echt so viele dran gefesselt waren an der Story und einfach an dem Spiel so viel Gefallen gefunden haben. Hat mich wirklich sehr gefreut und finde ich echt cool. Das, ja, ich finde auch, man muss jetzt auch gar nicht, guck mal, was ist denn da? ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Streams muss ich mich auch nicht dafür rechtfertigen, dass es halt jetzt zum Beispiel kein Minecraft-Content oder so ist, weil ich finde, in Streams ist es, glaube ich, auch scheißegal. Oder? Also, ja, ist sowieso. Ich könnte auch hochladen, was ich will, aber das mache ich schon, also ich passe... Ich höre auf zu reden, ganz ehrlich, diese Runde Quicksilver Games, die kommen jetzt einfach nur hinten dran geknallt mit ein bisschen Musik und dann gehe ich schlafen, dann kriegt ihr das morgen. Ja, Fuxi, wo bist du denn? Er ist der Fuchs, ich bin der Hase. Okay, ich weiß nicht so viel Zeit. Der Sprengmeister.
Mann, ja, komm, dein Bogen ist auch dein Lieblingsspielzeug, oder? Mann, Fuchsi. Okay, das war's dann auch mit der Runde Quicksilver Games. Ich habe mich eigentlich schon verabschiedet. Es geht jetzt einfach nur darum, dass das Video nicht so eklig kurz aussieht. Also, ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tut mir leid, ich habe echt viel Scheiße gelabert, aber Mann, ich kann halt nichts mehr machen, weil ich kann es euch gleich mal selber zeigen. Guckt mal. Würde ich jetzt sagen, ja, okay, ich nehme jetzt noch eine Runde auf. Guck mal hier. Es wird einfach nichts voll und das ist sinnlos. Keine Ahnung. Ja, da muss ich gar nicht erst gucken. Also, das ist halt... Es ist spät. Aber, naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Jetzt mache ich die Verabschiedung zum dritten Mal. Nein. Aber ja, gut. Ciao.